Servus Leute und willkommen zu einem neuen Destiny 2 Video von mir, dem Ilias. Sony hat gestern einfach mal so nebenbei Bungie gekauft. Mit diesem Deal haben wohl die wenigsten gerechnet und es wundert einen umso mehr, weil Bungie ja eigentlich so stolz auf ihre Unabhängigkeit immer war, seit sie eben die Partnerschaft mit Activision beendet haben. Viele Spieler sind jetzt irritiert und fragen sich, wie geht es mit ihrer Plattform weiter, was ändert sich für sie denn, ändert sich überhaupt etwas? Und in diesem Video gehe ich einmal auf die ganzen Fragen ein, die rund um den Kauf entstanden sind. Bevor wir aber in die News einsteigen, einige kurze Worte zu meinem Werbepartner AOR.com. Dort könnt ihr 30, 40, ja bis zu 50% günstiger Silber für Steam kaufen und wenn ihr den Code Ilias verwendet, dann bekommt ihr noch einmal 3% Rabatt dazu. Das waren gestern schon heftige News, dass Sony Bungie für ca. 3,2 Milliarden Euro gekauft hat. Bevor wir uns hier die Stellungnahme von Bungie CEO Pete Parson anschauen, würde es mich aber interessieren, was ihr denn so über den Deal denkt. Seht ihr es positiv, negativ oder neutral? Lasst mir doch hierzu gerne einen Kommentar dazu da. Vorneweg zu dieser Thematik, eins kann man auf jeden Fall sagen, dieser Kauf nun ist keine Kurzschlussreaktion von Sony, weil Microsoft Activision gekauft hat. Solche Deals brauchen Monate, um ausgehandelt zu werden. Und soweit es bekannt ist, hat auch Microsoft mit Bungie damals verhandelt, aber wie wir jetzt ja sehen, ist es nicht zum Abschluss gekommen. Dafür eben mit Sony und Sony selber sagt, dass sie die letzten 5-6 Monate daran gearbeitet haben. Die meisten Mitarbeiter haben es selbst erst gestern früh erfahren, dass Sony Bungie gekauft hat und zumindest nach außen hin sind sie alle begeistert. Schauen wir uns jetzt einmal kurz an, was der CEO von Bungie dazu schreibt. Wir glauben, dass Spiele ein grenzenloses Potenzial haben und dass wir, um in der Unterhaltungsbranche etwas Sinnvolles zu tun, viel auf unsere Vision, unser Studio und unser unglaubliches Team von vertrauenswürdigen Entwicklern setzen müssen, die unvergessliche Welten erschaffen, die den Menschen wirklich etwas bedeuten. In Sie, also Sony Interactive Entertainment, haben wir einen Partner gefunden, der uns in allem, was wir sind, bedingungslos unterstützt und der unsere Vision, generationenübergreifende Unterhaltung zu schaffen, beschleunigen will, während wir gleichzeitig die kreative Unabhängigkeit bewahren, die im Herzen von Bungie schlägt. Wie wir, glaubt auch Sie, dass Spielwelten nur der Anfang dessen sind, was aus unseren IPs werden kann. Gemeinsam träumen wir davon, ikonische Franchises zu schaffen und zu fördern, die Freunde auf der ganzen Welt, Familien über Generationen hinweg und Fans über verschiedene Plattformen und Unterhaltungsmedien hinweg vereinen. Heute beginnt die Reise von Bungie, ein globales Multimedia-Unterhaltungsunternehmen zu werden. Kreative Freiheit. Seit dem Start im Jahr 1991 hat Bungie die Zukunft immer mit unserer eigenen Sternenkarte kartiert. Ein Weg, der von unseren Leuten und für unsere Community bestimmt wird. Wir setzen diese Reise mit neuen Welten in der Entwicklung fort und wir können es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen. Mit Sie ist das Potenzial für unsere Universen unbegrenzt. Unsere zukünftigen Spiele werden kühne Schritte in für Bungie unerforschte Bereiche wagen, die Grenzen des Möglichen weiter verschieben und immer auf einem Fundament aufbauen, das sinnvolle lebenslange Freundschaften und Erinnerungen schafft. Wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Wir werden weiterhin unabhängig veröffentlichen und unsere Spiele kreativ entwickeln. Wir werden weiterhin eine einheitliche Bungie-Community betreiben. Unsere Spiele werden weiterhin dort sein, wo unsere Community ist, wo auch immer sie spielen möchte. Mit der Unterstützung von Sie wird die unmittelbarste Veränderung, die wir sehen werden, eine Beschleunigung bei der Einstellung von Talenten im gesamten Studio sein, um unsere ehrgeizige Vision zu unterstützen. Wenn euch das anspricht und ihr uns helfen wollt, das Universum zu verändern, stellen wir in allen Bereichen für Destiny 2 und für alle neuen Welten darüber hinaus neue Mitarbeiter ein. Ja, das war ein Auszug aus Bungies Stellungnahme zu dem Kauf. Ziemlich markige Worte, ja. Hier möchten sie neue Wege eingehen, möchten hier noch nie Gemachtes sozusagen schaffen und ich glaube auch, dass das das Ziel ist. Und ganz interessant ist auch, was sie in dem Einsatz geschrieben hatte, heute beginnt die Reise von Bungie, ein globales Multimedia-Unterhaltungsunternehmen zu werden. Und ich denke, dass sie eben das mit Sony schaffen können und deswegen haben sie auch diese Partnerschaft oder haben sie sich von Sony kaufen lassen. Generell klingt das alles ja ganz schön, aber wir wissen, dass das Marketing-Blabla oftmals dann das eine ist, aber die Realität eine andere. Deswegen hier einmal einige Sachen, die die Spieler beschäftigt hat, ein paar Fragen, die man immer wieder auf Twitter oder auch in meinem Stream ich gelesen habe.
Zum Beispiel, hat der Kauf für Destiny-Spieler auf einer Nicht-Playstation-Plattform irgendeine Auswirkung auf das Spielerlebnis? Nein, sagt Bungie hier. Bungie will euch weiterhin dasselbe Spielerlebnis wie zuvor bieten. Werden angekündigte Seasons, Events, Packs oder Erweiterungen durch die Übernahme von Bungie durch PlayStation verändert oder beeinträchtigt? Auch hier sagt Bungie, nein. Bungie behält die volle kreative Unabhängigkeit für unsere Spiele und unsere Community. Unsere Pläne für die Light and Dark Saga bleiben unverändert bis hin zu The Final Shape im Jahr 2024. Also Bungie meint, bis zu diesem Jahr wird sich gar nichts ändern für uns. Wird Destiny 2, die Hexenkönigin, irgendwelche plattformexklusiven Inhalte enthalten? Auch hier ein ganz klares Nein. Werden plattformübergreifende Funktionen wie Cross-Save, Crossplay, die Destiny 2 Companion App oder Drittanbieter-Apps wie Destiny Item Manager geändert oder entfernt? Und auch hier Nein. Bungies Engagement für plattformübergreifende Spielen und soziale Funktionen bleibt unverändert. Also auch hier Bungie möchte alles beim Alten behalten. Und die Frage, Bungie hat zukünftige Spiele in der Entwicklung. Werden diese nun PlayStation-exklusiv sein? Und auch hier sagt Bungie, nein. Sie möchten, dass auch die zukünftigen Spiele auf alle Plattformen kommen werden. Ob es dann irgendwelche Exklusivitäten geben wird, das ist was anderes. Also es scheint sich einmal oder erstmal nichts zu ändern. Aber warum dann dieser Deal? Nun, er macht eigentlich für beide Seiten Sinn. Was bringt denn der Deal Bungie? Ganz klar hat Bungie dadurch deutlich größere finanzielle Mittel zur Verfügung, um eben noch mehr Mitarbeiter einzustellen und zu expandieren. Wir alle wissen, dass Bungie bereits an weiteren Spielen außer Destiny arbeitet und um hier eben gute Arbeit leisten zu können, also Destiny zu bearbeiten und zu versorgen mit Inhalten und neue Spiele zu entwickeln, da braucht Bungie mehr Leute und das bedeutet auch mehr Geld. Luke Smith hatte vor 2 Jahren einmal gesagt, dass Bungie durch die Unabhängigkeit von Activision nicht mehr die Möglichkeit hat, also finanziell war das gesehen, eine so große Erweiterung wie Forsaken zu schaffen. Das dürfte nun ganz anders aussehen. Außerdem hat Bungie ja schon lange angekündigt, dass sie nicht nur auf dem Gaming-Markt aktiv sein wollen, sie möchten auch in andere Medien expandieren und dazu gehörten unter anderem eben auch so Sachen wie Serien und Film. Und mit Sony haben sie hier einfach die perfekte Plattform dafür. Sony bringt schon seit vielen Jahren einige der größten Blockbuster in die Kinos, unter anderem Spider-Man, James Bond, und durch diesen Deal sitzt Bungie jetzt hier sozusagen direkt an der Quelle, um ihre Visionen auch zu verwirklichen und einfach das Know-how, was Sony hat, für sich zu nutzen. Aber was hat jetzt Sony davon? Zum einen, denke ich, zeigt dieser Kauf, dass Destiny 2 wohl besser läuft, als viele denken. Sony wird nicht einfach Geld in Bungie reinstecken, wenn das Ganze sich finanziell nicht lohnen würde. Aber es geht Sony vor allem auch um das Wissen, das man bei Bungie hat. Nicht zu vergessen hat Bungie Halo geschaffen, eine Spielemarke, die die Xbox so stark geprägt hat wie keine andere. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bungie Sony hierbei eine Hilfe sein kann, eine weitere ganz besondere Spielemarke für die PlayStation zu entwickeln, vielleicht auch einen Shooter oder ähnliches. Und Sony selber hat ja auch gesagt, dass sie mehr in MMOs investieren wollen. Bisher ist Sony oder die PlayStation ja vor allem für Singleplayer-Spiele bekannt und auch das soll sich ändern und man möchte eben in MMOs investieren und wer könnte hier besser helfen als Bungie? Bungie betreibt schon seit Jahren das, glaube ich, größte Live-Service-Game und wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie schwer es ist, sowas erfolgreich zu betreiben. Ich sage nur Anthem und all die anderen Destiny-Killer letztendlich. Also wir sehen, beide Parteien haben etwas davon. Es scheint auch Sinn zu machen, dass sie diese Partnerschaft oder diesen Kauf getätigt haben. Was bringt es aber uns Spielern? Erstmal wird sich für uns eigentlich nichts verändern. Aber grundsätzlich bedeuten mehr Mitarbeiter auch potenziell mehr Inhalte für Destiny, größere Erweiterungen, größere Seasons. Alle bestehenden und kommenden DLCs bleiben ganz klar auf allen Plattformen und auch zukünftige Spiele bleiben wohl auf allen Plattformen. Und auch wenn ich nicht davon ausgehe, müssen wir aber auch darauf gefasst sein, dass es irgendwann in der Zukunft wieder exklusive Waffen auf der PlayStation zum Beispiel geben könnte oder exklusive Inhalte einfach, vielleicht auch exklusive Ornamente, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich, ja, ist es erstmal nicht negativ, würde ich sagen. Ich bin gespannt, wie es sich auswirkt, ob Bungie das Geld, was sie jetzt haben, gut nutzt. Und wie denkt ihr drüber? Was denkt ihr zu dem Kauf? Wie seid ihr dazu eingestellt? Lasst mir dazu gerne einen Kommentar da. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über euren Support durch ein Like oder ein Abo freuen.
Und ansonsten kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal, euer Elias. Ciao.